Um Blechteile zu formen, die in gleicher Form reproduziert werden müssen, wird eine Kaliberform verwendet. Bestenfalls ist dieser aus Stahl oder Kunststoff. Es geht aber auch aus Holz. Das Blech wird mit etwas Überstand zwischen die beiden Kaliberhälften und anschließend in den Schraubstock eingespannt. Mit dem Schweifhammer wird nun der überstehende Rand des Blechs umgetrieben. Dies geschieht in sehr kleinen Schritten, damit das Blech keine scharfen Falten wirft. Wichtig ist auch, dass immer ein gesamter Durchlauf entlang der Kante umgetrieben wird, damit sich das Blech gleichmäßig zusammenstaucht. Hier ist viel Geduld angesagt. In mehreren Durchgängen wird das Blech Stück für Stück umgeschweift. Sollten sich dennoch schärfere Falten bilden, gibt es einen einfachen Trick, mit dem die Falten nicht zum Problem werden. Man nimmt eine kleinere Hammerfläche als Amboss und hält die Fläche gegen die Falte. Mit dem Schweifhammer wird nun die Falte, immer leicht versetzt zu dem gegenhaltenden Hammer, herausgetrieben. Die Falte verschwindet und der Rand wird dennoch weiter abgekantet. Der Blechrand wird so weit umgebörtelt, bis er fast flach auf dem Holz aufliegt und kaum mehr Falten bildet. Im nächsten Schritt wird das Blechteil aus dem Kaliber genommen und mit einem Fäustling und einem Kletterhammer der Rand finalisiert. Der Amboss wird so gehalten, dass die Schlagfläche des Kletterhammers immer knapp am Ende des Ambosses den Blechrand trifft und richtet. Besonders in den Rundungen des Randes ist es durchaus noch notwendig, den Rand in Form zu bringen.
Mit einem Stift wird eine Linie über den Rand gezogen und der Überstand abgeschnitten. Danach wird das Blech wieder in den Kaliber gesetzt. Dieses Mal hat das Kaliber einen Ausschnitt für eine Sicke. Ein kleiner Kugelkopfhammer wird mit einem Schonhammer in die Rundung der Sicke getrieben. Damit wird das Ende der Sicke ausgeformt. Der Rand der Sicke wird dann mit einem Holzstück getrieben. Das Holzstück ist am Kopf etwas abgerundet, damit keine scharfen Kanten im Blech entstehen. Durch das Treiben mit dem Holzstück entsteht die runde Sicke im Blech. An einem runden Amboss wird nun die Sicke noch geklettet. Der Amboss entspricht in etwa der Rundung der Sicke. Mit dem Kletterhammer wird das Blech entlang des Ambosses geklettet. Das Blechteil ist nun fertig. Mit einer solchen Technik ist es möglich, immer wieder gleiche Blechteile anzufertigen.